So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Und ihr seht schon oben rechts, Ninja hat es geschafft, er ist drin. Aber bevor wir in den Shop gehen, erstmal Dank an Ibu Nice, unser neues Mitglied. Ich sag einfach mal, willkommen in der Familie. Dann nochmal Danke für Moonlight und Star Wars Kämpfe Kanal Deutsch. Danke für eure Donations. So, dann können wir auch direkt mal reingehen in den neuen Shop. Bin halt echt mal gespannt, was es sonst noch gibt. Okay. Okay, also hier haben wir auf jeden Fall Ninja komplett. Oh, nice, direkt mit vier Varianten. Das ist natürlich echt krass. Ich dachte echt, die muss man vielleicht freispielen. Also, es ist halt wirklich Ninja. Also, er hat es wirklich geschafft in ein Spiel. Dann mit Mundschutz und dann mit den Augen. Ah, das ist schon nice. Von hinten sieht eigentlich auch ganz okay aus. Aber ich glaube, von vorne ist echt klar, da ist der Wow-Effekt jetzt erstmal, wie ein Mensch ist in einem Spiel drin. Aber ich denke mal, von hinten ist der spielbar. So, dann haben wir natürlich noch die passende Rückenmarkszahl dabei. So, einmal ohne, einmal mit. Ah, Rückenmarkszahl war okay, ist jetzt nichts Besonderes, aber ist okay, finde ich. Gibt es zwar bessere. Und dann haben wir die Zwillingskatanos. Aber ganz ehrlich, in meinen Augen eine normale Pickaxe. Also nichts Besonderes. Nichts, was wir nicht irgendwie doch schon haben. So, dann haben wir den Bullenhai dabei. Der wurde ja gestern schon eingefügt. Wie gesagt, ich habe ja gestern schon das Video gemacht mit den ganzen Skin-Leaks. Also da war der nämlich auch schon dabei. Ninja habe ich extra nicht mit reingeholt, weil das eigentlich schon klar war. So, wie jemand, der Skin ist halt wirklich pure Geschmackssache. Also egal, wie lange ich mir den angucke. Also gesehen habe ich ihn gestern nicht. So viel kann ich euch schon mal verraten. Also es gibt auch seltene Skins, die werden definitiv so aussehen. Und so, dann haben wir natürlich noch die Pickaxe dabei, Unterbiss. Und die Tarnung ist an sich recht nice, finde ich. Also die ist definitiv spielbar. Ist jetzt nichts Besonderes, aber hat irgendwie doch wieder was. So, dann haben wir. Was haben wir noch? Stimmt. Tarnung. Skin. Wie gesagt, ihr müsst einfach selber entscheiden, ob das was für euch ist oder eben nicht. So, dann, ihr wisst ja, wenn ihr irgendwas gekauft habt oder kaufen wollt, benutzt gerne meinen Creator-Code YT-FamilyHack. Kostet euch nichts, unterstützt mich aber gleichzeitig. Und so kann ich natürlich euch auch wieder etwas zurückgeben. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein in die Tasten. YT-FamilyHack. So, dann haben wir hier noch Ikonenreihe Emote. Das ist schon nice, dass der den Tanz hat. So, dann haben wir Wahnsinn mit drin. Gott, was ist das denn? Der wirklich Schulranzen. Lol. So sah meiner auch ungefähr aus. Nein, Quatsch. Aber sieht okay aus. Ich sage, für 1200 V-Bucks kriegen wir bessere Skins als für 2000. Dann die Abtrünnige. Ja gut, das ist für mich wieder so ein, ja, Standard-Skin an. Ist halt ein Season 1 Skin, 800 V-Bucks. Da dürfen wir dann auch nicht zu viel erwarten. Zumindest mal was die alten Skins betrifft. Und dann haben wir Erderschütterer. Das war doch noch in der Marvel-Geschichte. Das ist nice. Das ist echt nice, das Emote. Das wäre jetzt nicht so spektakulär, was Ton betrifft, aber bildlich auf jeden Fall. So, dann haben wir die Pömpelhacke. Die drin ist, wissen wir auch nicht. Weil die hat eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Ah, hört sich so ein bisschen komisch an. So, dann haben wir geschmeidige Moves. Sieht natürlich bei dem Skin ein bisschen komisch aus. So, dann sind wir schon durch mit dem Shop.
Also ganz ehrlich, ich muss sagen, das Besondere an dem Shop ist halt wirklich nur Ninja. Ansonsten ist in dem Shop in meinen Augen nichts Besonderes drin. Also nichts irgendwie, wo ich sagen würde, oh wow. Also Ninja, Highlight, hohe 8, 9, 10. Aber der Rest, puh, da ist nicht viel. So, kurz zeigen. Wie ihr seht, wir haben jetzt alle Missionen fertig. Gestern hat hier noch eine gefehlt. Gut, hier werde ich mich natürlich nicht dran setzen. Aber da bin ich ja im Livestream mit euch zusammen. Da steckt mal, dass wir das doch noch irgendwie hinkriegen werden. Aber müssen wir einfach mal schauen. So, für alle, die nur den normalen Job sehen wollten, dann sage ich hier an der Stelle schon erstmal danke fürs Zuschauen. Wir gehen jetzt noch gerade schnell rüber in Rette die Welt, gucken noch, was da so los ist. Und da würde ich den normalen Leuten sagen, schon mal haut rein. So, wir gehen rüber. Wie immer habe ich natürlich wieder vergessen zu gucken, V-Bucks-Missionen. Und wundert euch nicht, warum gerade meine V-Bucks nicht so steigen. Das liegt ganz einfach daran, dass gestern Rette die Welt übelst gehangen hat und ich da im Stream echt keine Lust drauf hatte. Ich meine, wenn ihr euch schon gestern den Stream anguckt, die ersten 20 Minuten, da hat überhaupt nichts funktioniert, was Rette die Welt betrifft. So, einmal einloggen bitte. Dann, ah, 10 Regentropfen. Schmeckt. Oh, schönes Lama. So, was hast du dich denn, was hat sich hier getan? Nichts Kostenloses. Toll. Es war ein ganz normales Upgrade-Lama. Und hier haben wir auch wieder einen Fernkampf. Irgendwie zurzeit haben wir nur Waffen, 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 Waffen. Also ganz normales Fernkampfwaffen-Lama. Kostet allerdings auch nur 200 V-Bucks. Skizzen, irgendwas Besonderes drin? Ne. So, da ist auch nichts. Das ist nur der Überlebende. Also, naja. Wir sagen mal besser nichts dazu. So, gucken, was wir hier im Lama haben. Ja, Überlebende sind immer gut. Auch nicht Held. Ach, nicht das. Ich brauche Überlebende. Dankeschön. Noch ein. Das zweite musste sein. Ich wollte nur wissen, vielleicht können wir ja noch ein. So, gucken wir mal gerade. Überlebende verwalten. Was zurückschicken. Zack, zack. Ach, komm schon. Ich hoffe, ich werde es nie bereuen. Ne, da fehlt Blitz in der Flasche. So, dann gehen wir mal ganz schnell rüber in den Shop. Shop, 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 Shop. Wie gesagt, Deckensepper ist drin. Ihr seht schon, ich habe gestern wirklich kein Rette die Welt gespielt, weil immer noch kein Gold auf der Tasche. Also, so sieht der ganze Shop noch aus. Wie gesagt, hier unten im Kram habe ich noch so größtenteils rauskaufen können. Aber jetzt habe ich natürlich kein Gold mehr. Bedeutet eigentlich, müsste ich mal Rette die Welt wieder mehr spielen. Damit wir natürlich wieder ein bisschen Gold auf der Tasche haben. Weil auch wenn ihr meint, ihr habt immer viel Gold, aber das ist schneller weg, als ihr gucken könnt. Na gut, was habe ich noch groß gekauft? Ja, hier der Skin, das waren ja schon 3000, ja, ruckzuck 3200 weg. Also man hat 10.000 und wuppdiwupp ist es wieder weg. Hier war nämlich auch 2,8. Das erklärt natürlich direkt, wo das ganze Gold hin ist. So, dann gucken wir mal ganz kurz auf der Map, was heute vielleicht dann mal nach der Arbeit möglich ist mit euch. Hier ein bisschen Flaschenmissionen sind. Ja, Regentropfen, Regentropfen. Ah, gut. Erledigen und sammeln, das ist schon mal schön, dass es da. Weil das komisch ist, dass hier hinten Sachen freigeschaltet sind und da vorne noch nicht. Ganz seltsam. Aha, sie waren irgendwie nicht die richtige Mission dabei. Ich habe zwar meine Flaschen. Ah, doch, hier, die müsste ich machen. Treibstoff für die Heimatbasis. Blitz in der Flasche halt unten in der normalen Belohnung. Aber müssen wir einfach nachher mal gucken, beziehungsweise heute Abend. Ihr wisst ja, ich muss ja nur freitags noch arbeiten. Und dann werde ich dann heute ein bisschen mehr wahrscheinlich da sein. Oder aber ich schlafe mich aus und komme am Samstag dann frisch ausgeschlafen wieder. So, dann würde ich sagen, war es das jetzt auch von meiner Seite aus.
Wie gesagt, erstmal danke an alle, die jetzt immer so lang dabei sind und auch im Stream dabei sind. Gruß geht da wirklich an jeden raus. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.